Rinderfilet MIT Kräuterolivenkruste UND Zitronenpüree. Das Toast fein zerbröseln. Die Zwiebel und eine Knoblauchzehe schälen und fein würfeln. 1 TL Butter in einer Pfanne erhitzen und darin Zwiebel und Knoblauch glasig dünsten und zum Brot geben. Dann die übrige Butter in der Pfanne flüssig werden lassen und vom Herd nehmen. Die Oliven fein hacken und zusammen mit der Butter, den Kräutern, dem Zitronensaft und dem Eiweiß zum Brot geben. Alles gründlich vermengen und mit Salz und Pfeffer würzen. Das Rinderfilet waschen, trocken tupfen und in 3 cm dicke Medaillons schneiden. Rundum salzen und pfeffern. Olivenmaße auf der Ober- und bekanntes Zeichenseite der Filets verteilen und gut andrücken. Die Filets zugedeckt für circa eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Den Backofen auf 160 Grad vorheizen. Eine ofenfeste Form mit 2 EL Olivenöl ausstreichen und für 5 Minuten in den Backofen geben. Herausnehmen und die Medaillons, mit der Olivenmasse nach oben, hineinlegen. Die zweite Knoblauchzehe mit der flachen Seite eines Messers andrücken und ebenfalls hineinlegen. Im Backofen circa 15 Minuten garen. In der Zwischenzeit das Kartoffelpüree nach Packungsanleitung zubereiten und mit Zitronensaft und dem restlichen Olivenöl vermischen. Das Rinderfilet aus dem Ofen nehmen und kurz ruhen lassen. Auf Teller verteilen, mit dem Zitronenpüree anrichten und servieren. Zutaten für 4 Personen. 50 Gramm Mühlengoldbutter Toast vom Vortag. 1/2 weiße Zwiebel. 2 Knoblauchzehen oder 2 TL Gartenkrone Knoblauch, TK. 40 Gramm Milfina Deutsche Markenbutter. 8 Gartenkrone grüne Manzanilla Oliven. 8 Gartenkrone schwarze Hoji Blanca Oliven. 1 TL gehackter Rosmarin. 2 EL gehackter Thymian. 3 EL Gartenkrone Petersilie, TK, Spritzer von einem Bio-Zitrone. 1 Bio-Eiweiß. Jodsalz. Le Gusto Pfeffer schwarz gemahlen. Ein Paket Gourmet Rinderfilet am Stück Stern ca. 900 Gramm. 3 EL Cucina Natives Olivenöl Extra, D. O. P. Rinderrouladen gefüllt MIT Feigen. Eine Zwiebel schälen und fein würfeln. Die Cornicons ebenfalls fein würfeln und mit den Zwiebeln und dem Senf zum Hackfleisch geben und Wärme unbekanntes Zeichen schälen. Mit Salz und Pfeffer würzen und gleich unbekanntes Zeichen mäßig auf den Rouladen verteilen. Die Feigen mit der Haut in dünne Scheiben schneiden unbekanntes Zeichen den und gleichmäßig auf den Füllungen verteilen. Die Rouladen aufrollen und gegebenenfalls mit Zahnstochern fixieren. Die andere Zwiebel schälen und fein würfeln. Das Öl in einer Pfanne erhitzen, die Rouladen von allen Seiten scharf anbraten, dann die Zwiebeln dazugeben und andünsten. Das Tomatenmark ebenfalls hinzufügen und anrösten. Den Rotwein angießen und aufkochen lassen. Lachsröllchen. Kbs wie auf Seite 13 beschrieben zubereit unbekanntes Zeichen hin. Die Frischkäsezubereitungen, Meerrettich und Kräuter, gut miteinander vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Je ein Crepe auf Frischhaltefolie legen und damit bestreichen. Nun mit dem Räucherlachs belegen, den Lachs mit dem Zitronensaft betröpfeln, straff aufrollen und die Enden zusammendrehen. Im Kühlschrank eine Stunde erkalten lassen. Die Folie entfernen, in 1,5 cm dicke Scheiben schneiden und als Vorspeise mit einem kleinen Salat servieren. Zutaten für 4 Personen. 200 Gramm Alpenmark cremige. Frischkäsezubereitung Kräuter 100 Gramm Alpenmark cremige. Frischkäsezubereitung Meerrettich Jodsalz. Kabeljau MIT Chili, Lauch UND Orangensenf. Die Kabeljaufilets nach Packungsanleitung auftauen lassen, waschen und Trockentub unbekanntes Zeichen fehlen. Den Lauch putzen, gründlich waschen und schräg in Stücke von 2 cm Länge schneiden. Die Chiliskote fein hacken.
Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Chili mit dem Kreuzkümmel darin kurz schmoren. Den Lauch zugeben und unterrühren 2 Minuten braten. Mit etwas Wasser ablöschen und bei geringer Temperatur schmoren lassen, bis das Wasser wieder fair unbekanntes Zeichen dampft und der Lauch bis fest gegart ist. In dieser Zeit die Fischfilets waschen, trocken. Lachsfilet. Die Lachsfilets nach Packungsanleitung auf unbekanntes Zeichen tauen lassen. Den Ofen auf 250 Grad vorheizen und unbekanntes Zeichen 10. Ein Backblech zum Vorheizen in den Ofen stellen. Die Kartoffeln waschen, schälen, längs vierteln und in einen Topf geben. Mit der Gemüsebrühe und einem Oregano-Zweig aufkochen lassen und bis fest garen. In der Zwischenzeit die Lachsfilets abwaschen, trocken unbekanntes Zeichen kein tupfen und leicht salzen und pfeffern,